Die Firma Sigmund ist ein mittelständisches Unternehmen und wir produzieren Präzisionsschweißtische. Wir haben unser Produkt immer weiterentwickelt. Mittlerweile sind wir Marktführer. Wir verkaufen die meisten Tische weltweit. Wir haben hier einen Logistikstandort. Dadurch haben wir einen massiven Bedarf an Platz, an Fläche. Unsere Firma ist generell sehr international aufgestellt. In Polen haben wir die Möglichkeit, das Produkt komplett zu produzieren. Dort wird das Material angeliefert, dort wird geschnitten, dort wird geschweißt, dort wird auch dann gefräst und gehärtet. Wir haben in Polen klein angefangen. Erst später kam dann irgendwann mal die Entscheidung, wirklich jetzt ganz groß einzusteigen, dann auch mit einem großen Neubau in Polen und dann auch entsprechend der Unterstützung von der Deutschen Leasing. Der Kontakt zur Deutschen Leasing wurde über die Stadtsparkasse Augsburg hergestellt. Unser Bankberater wusste, dass wir im Ausland investieren und Unterstützung dort brauchen. Aufgrund des hohen Wachstums der letzten Jahre müssen wir weiter wachsen. Das bedeutet auch für unsere polnischen Standorte, größer zu werden, mehr Mitarbeiter einzustellen, mehr Maschinen zu kaufen. Aktuell haben wir ein Projekt mit der Deutschen Leasing laufen. In Krakau wird gerade eine weitere große Portalfräsmaschine aufgestellt, die wir auch in einigen Wochen in Betrieb nehmen können. Wir schätzen besonders an der Zusammenarbeit mit der Deutschen Leasing, dass die Berater ein wirklich großes Verständnis dafür haben, was eine Firma in unserer Situation und auch in unserer Größe braucht. Unser Unternehmen steht für Beständigkeit, für Zuverlässigkeit, denn nichts ist schöner, als dass die Kunden später zurückkommen und sagen, gut habt ihr das gemacht, wir sind zufrieden mit euren Produkten, wir würden gerne noch mehr kaufen. Und das ist genau das, was wir auch von unseren Partnern haben wollen. Bleibt bei uns, in Zukunft können wir noch weitere Projekte miteinander machen.